Den biblischen Bericht von Naomi und Ruth, den kennen viele von uns schon aus der Kinderstunde. Naomi, die aus ihrem Land auszieht, weil eine Hungersnot da ist und sich in einem fremden Land niederlässt. Sie erlebt viel Verlust in ihrem Leben. Den Verlust des Ehemanns, der Söhne, der sozialen Versorgung, das alles musste sie hinnehmen. Und genau das ist auch ihre Wahrnehmung, als sie dann später nach Bethlehem zurückkehrt. Dort sagt sie, nennt mich nicht Wonne oder Lieblichkeit, nennt mich Mara, denn ich habe viel bitteres Leid erfahren. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du viel bitteres Leid erfahren hast und wo sich in dir Bitterkeit Raum greifen will. Vielleicht bist du in solchen Situationen jetzt im Moment. Dann schau ganz neu auf diese Lebensgeschichte von Naomi. Denn da heißt es an einer Stelle, Naomi hört, im Land Moab, im Land ihrer Bedrängnis, in dem Land, wo sie so viel Verlust erlitten hat, dort hört sie, dass Jahwe sich über ihr Volk erbarmt hat und dass es wieder Brot im Haus des Brotes in Bethlehem gibt. Es ist wieder Versorgung Gottes da. Gott hat sich wieder neu dem Volk angenommen. Und Naomi macht sich auf den Weg zurück. Vielleicht musst du wieder neu hinhören, dich wieder aufmachen, wirklich in dieses hineinzugehen. Gott, ich will dich hören. Ich will hören, was du in meine Situation sagst. Viele von uns möchten Gott hören und Gott spricht, aber es ist nicht das, was sie hören wollen. Und dann geben sie dieser Bitterkeit und diesem Gefühl, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott hat es schlecht gemacht in meinem Leben, dem geben sie zu viel Raum. Mach dich wieder neu auf, diese Wurzeln der Bitterkeit aus deinem Leben herauszunehmen, sie wirklich rauszuziehen. Gib wieder dem Reden Gottes in deine Situation Raum. Hör wieder hin. Was sagt der Herr mir wirklich? Und ich will auf ihn vertrauen und ich will das tun, was er sagt. Später lesen wir in der Geschichte von Naomi, wie sehr diese Veränderung ihrer Situation auch in ihrem ganz persönlichen Leben ein Lob Gottes freisetzt, wo die Nachbarinnen zu ihr kommen und sagen, schau, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für dich, dass du das auch erkennen wirst. Wenn du hinhörst, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, wenn du genau hinhörst, was Gott in deine Situation hineinspricht, wenn Bitterkeit aus deinem Leben verschwindet, dann werden sich die Dinge verändern. Dann wird es wieder zu einem Lobpreis in deinem Leben kommen. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.